Ja, komm, wir fangen mal an. Vielleicht haben wir es dann noch davor. Ja, läuft. Warte mal, ich mache. Ja, läuft. Läuft. Hast du die Mic auch drin? Was? Hast du die Mic auch drin? Mein Mic habe ich auch drin. Ja. Wahnsinn, weil es wirklich Regen gebraucht hat. Meinst du? Okay. Also, ich fange mal an mit der Klappe. Bim bim! So, da sind wir wieder. Weitere Folge, viel gut Podcast als Solo. Aber das hat so wunderbar funktioniert mit dem Christoph als Featuring, habe ich es glaube ich angeschrieben, ja, dass wir das wieder so machen. Mega stolz, ja. Und es hat auch schon Feedback gegeben, nämlich, habe ich ja nicht gewusst, aber anscheinend hat ja jeder Mensch eine Schocki-Seite. Und mir hat jemand auf Instagram geschrieben, es sei viel besser, wenn ich auf dieser Seite sitze, wo der blaue Hintergrund ist, weil das sind meine bessere Seite. Das kannst du vielleicht jetzt besser beurteilen als ich. Ich sehe nicht auf dem Bildschirm. Aber so oder so? Beides gut. Weißt du was, ich muss noch schnell den Heizkörper abstellen, sonst muss ich den Baum wieder rausfinden. Soll ich ihn abstellen? Einfach den Stecker rausziehen, ja. Mit da ein bisschen Nachheizen. Jetzt habe ich mich so gefreut. Jetzt habe ich mich so gefreut, weil ich dachte, für einmal ist es warm da. Ja, du, wir könnten auch laufen lassen. Muss ich einfach auf mein Programm hoffen, wo dann nachher der Brumm, das Anti-Brumm-Programm. Muss auch nicht sein. Also, ja. Wieso heute wieder eine Solo-Folge? Weil der gute Januar, der trifft einem immer. Und zwar diesmal nicht irgendwie wegen Covid oder so, sondern ein von den Gästen hat keine Stimme mehr. Und das ist immer blöd, vor allem wenn man ein Talk-Format macht, wo man sollte viel reden, dann ist keine Stimme haben, nicht von Vorteil. Nicht wirklich, nein. Nein. Aber auch dort, ich sage nie, wer es gesehen ist. Ich sag, letztes Mal habe ich nicht gesagt, wer es gesehen ist, weil, stell dir vor, wir schaffen es nicht, mit den entsprechenden Menschen nochmal ein Datum zu buchen, dann hat man quasi für nichts den Namen rausgehauen. Ja, und, aber du hast etwas verraten, du hast gesagt, ein von den Gästen, das heißt, es werden mehrere sein. Ja, es können ja mehrere sein. Vielleicht hätten wir ja riesen Staffelproduktionen gemacht, dann habe ich gesagt, wir lassen es jetzt einfach. Aber eben Namen sagen ist immer ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl. Sondern sie sind dann entweder da oder sie sind nicht da. Ja. Genau. Außer sie heißen da, weil das kommt dann sicher noch. Da haben wir nämlich schon offen. Genau. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, wie war denn deine Woche gewesen, Christoph? Was hast du so gemacht? Busy. Ja, ich mache ja noch für ein Magazin für Ticket Corner, wo es um Events geht, was im Moment ein bisschen das Thema ist, das weit weg ist, aber wir haben uns trotzdem Mühe gegeben, da eine gute Ausgabe zu machen. Ah, gibt es diesmal eine Ausgabe? Ja, es gibt, also die kommt am Sonntag raus. Ja. Und ist eigentlich ein Vorfreude-Magazin. Wir freuen uns auf bessere Zeiten, wenn es wieder Chance gibt, wenn Leute wie du auch wieder live zu erleben sind. Wir müssen das alles auf Vorfreude aufbauen im Moment, aber wir sind ja zuversichtlich. Ich glaube, es ist so ziemlich alles momentan ist Vorfreude, egal was. Ich meine, auch der Podcast momentan, vor allem wenn er solo ist, sage ich immer so, hey, wir haben noch Gäste, die irgendwann kommen, Vorfreude. Ja? Vorfreude herrscht, genau. Und Menschen sagen, Vorfreude sei ja die schönste Freude. Ich empfinde das nicht so. Ich bin auch nicht so ein Vorfreude-Dude. Ich kann mich nicht gross vorfreuen. So, ich glaube, aus Vorfreude muss man sich auch schön trinken, oder? Also das ist ja so ein, einfach so ein Fuli Ausrede, das ist die schönste Freude. Also so würden wir uns ja nur noch, also dann würden wir ja quasi mit dem Rüebli vor der Nase rumlaufen die ganze Zeit. Genau, statt dem Rüebli Kuchen. Ja. Ja. Ja, also ich sehe es nicht so mit dieser Vorfreude. Bei mir passiert das nie. Ich weiß noch, wo ich auf Weltreise bin, habe ich glaube einmal zwei Stunden habe ich mich gefreut, bevor es gesehen ist. Und dann erst ab dem Moment, wo ich im Flugzeug gesessen bin und meinen ersten langen Flug auf mich genommen habe, ist die richtige Freude gekommen. Und die ist dann dafür umso geiler gewesen. Und das hat mir dort schon gezeigt, dass für mich zumindest, ich will nicht predigen für andere Menschen, aber dass zumindest für mich ein grosser Faktor vom
ich sage jetzt mal, zufrieden sein, Glücksgefühl empfinden, großer Faktor halt wirklich ist, probieren möglichst den Moment als das anzunehmen. Weißt du, was ich meine? Klar, ja. Also Moment geniessen. Genau. Weil, wenn du Vorfreude hast, dann denkst du doch schon an etwas anderes, anstatt an dem, in dem Moment, wo du jetzt bist. Also es ist jetzt mega blöd, dass ich Vorfreude so kaputt mache, obwohl du jetzt gerade ein Magazin über das gemacht hast. Ja, zwangsläufig. Ja, eben. Aber es ist ja so, ich meine, ich habe mal ein Germanistikstudium angefangen, da gibt es ja den Barock und das sogenannte Carpe Diem, also pflücken den Tag und so. Und das ist auch in den Zeiten entstanden von Pest und weiß ich was. Mhm. 30-jähriger Krieg. Das ist jetzt mein gefährlicher Halbwissen, das ich kann, weil ich mein Studium abgebrochen habe. Perfekt aber, für einen Podcast, aber, ich sag's. Da könnten dann gut gemeinte Experten sich melden und uns korrigieren. Nein, aber dann ist ja gerade in so Zeiten wird einem bewusst, dass man ja eigentlich den Moment muss geniessen muss, um das jetzt noch ein bisschen esoterisch. Absolut. Und es ist natürlich, weiss ich auch, es ist nicht immer einfach, den Moment zu geniessen. Weil, was ich gemerkt habe, es ist ja vor allem, weil es ja so ein kollektives Problem ist, wo herrscht, dass ja die ganze Welt betroffen ist, hast du ja wenig Menschen, die die können auflüpfen, weil ja alle in der gleichen Situation sind. Und sonst schaust du meistens zu den Menschen, die irgendwie gerade positiv eingestellt sind, die haben gerade eine gute Lebensphase, dann kann man zu denen gehen, die erzählen einem irgendwelche tolle Sachen, dann geht es einem selber besser. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, selbst Menschen, die ich treffe, ist bei allen so ein bisschen die gleiche Geschichte. Und dann probiere ich halt für mich positiv zu bleiben. Ich muss nicht auf andere schauen. Zum mehr auflüpfen, sondern ich probiere mich selber aufzulüpfen. Ja, es bleibt. Also wir haben einfach jetzt bei uns die heute Devise nicht jammern. Yeah. Einfach, das bringt ja nichts. Sondern einfach schon das vor machen, Covid. Wo man davon. Ja, das wird vielleicht vorher nicht, aber nachher versuchen wir das beizubehalten, oder? Man muss ja auch schauen, was wir dann gelernt haben aus dieser Situation, dass wir das nachher können. In unser weiteres Leben tragen, Homeoffice und so, oder? Also da haben ja auf jeden Fall. Wir haben jetzt gelernt, dass das auch geht. Auf jeden Fall. Also das ist jetzt natürlich auch immer noch der Punkt gesehen, wo ich mir immer noch überlegt habe, auch jetzt, wo quasi wieder so einen zweiten Lockdown, nennen wir es mal, gesehen ist. Machen wir jetzt den Podcast irgendwie noch mit Zoom oder FaceTime oder was man auch immer alles könnte machen, aber irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. Und im Fall von Gast X, wo jetzt gekommen war, hat ja auch FaceTime nichts mehr gebracht mit so einer Stimme. Stimmt, oder man hätte müssen texten, oder? Also, oder ja, nein, Clubhouse geht ja auch nicht jetzt, oder? Das sind jetzt alle am Ach, das auch. Ich will gar nicht über Clubhouse reden. Thema gestrichen. Ich verstand es nicht. Also doch, ich verstand es ja wohl. Aber ja, egal. Ich glaube nicht, dass es das lang geht. Nein, ich glaube, es gibt so gewisse Lives, obwohl ich ja dasselbe auch gemacht habe und es gibt so gewisse Livestream-Ermüdung, dass man das jetzt einfach am Anfang gefunden hat, ja, wir können es ja trotzdem, wir können das Konzert trotzdem machen, wir können uns trotzdem treffen und alles, aber mittlerweile ja, ist das nicht mehr so sexy, glaube ich. Nein, ich glaube, die Leute haben auch verstanden, dass Live-Erlebnis wirklich ein Erlebnis ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig für mich zum Beispiel als Bühnenkünstler, empfinde ich das auch als wichtig, um mir selber die Bestätigung wieder mal zu geben, dass das so ist. Weil weißt, irgendwann hast du ja das Gefühl, vor ein paar Jahren, die digitale Overload und alle die Trends und irgendwann überlegst du, macht das überhaupt Sinn, dass ich auf einer Bühne stand und dass Menschen an dem oben, an dem Ort kommen müssen, um mich auf der Bühne zu sehen? Oder mache ich lieber etwas in einem anderen Medium? Aber das macht mir dann irgendwie keinen Spass, weil für mich ist es ein Erlebnis, wenn ich auf der Bühne stand und Publikum vor mir habe und mir so eine Energie spürt. Und jetzt, glaube ich, merkt man, dass eben auch fürs Publikum ein Erlebnis ist. Also, dass die auch etwas Spezielles empfinden, als eben wenn sie ein YouTube-Video schauen oder irgendeinen Stream oder was weiß ich. Ja, vor allem jetzt in der Comedy, du bist ja ein bisschen nicht nur einfach der Show-Act, sondern du bist auch ein bisschen der Master of Ceremony. Es geht, also, wenn du im Publikum bist, geht es ja auch ums Links und Rechts und Applaus und das Gemeinschaftserlebnis, dass man gemeinsam mit anderen Leuten zusammen etwas erlebt. Und Das hast du natürlich einfach nicht. Auch wenn man so wie bei das Zelt irgendwie so wie bei der Muppet Show früher das Mosaik macht mit den 50 Leuten, die da im Kästchen drin sind, aber du hast natürlich einfach den Kontakt untereinander nicht, oder? Ja.
Ja. Und das also, fehlt, das Gemeinschaftserlebnis. Es hat sich gezeigt, dass zum Beispiel im Deutschen, zum Beispiel Quatsch Comedy Club, dort haben es die Menschen sehr genossen, dass sie auf einmal ein bisschen Abstand haben. Nämlich, dass du in deiner Vierergruppe oder Sechsergruppe oder was weiß ich, du bist für dich ein bisschen und denen ist aber nicht gerade am nächsten Oberschenkel, also an deinem Oberschenkel schon der nächste Oberschenkel von einem fremden Mensch, weil das kann wieder ein bisschen hemmen. An einem Konzert glaube ich es weniger, weil wenn dir niemand gerade ins Gesicht tanzt. Ich meine jetzt auch nicht so ganz die physische Nähe, sondern es ist einfach die Reaktion von der anderen. Genau, Spiel, aber dass alles andere natürlich extrem entscheidend ist, dass wenn man das zusammen erlebt, dass das ja auch eine gewisse Steigerung hat sozusagen. Oder? Und darum, das ist sicher etwas Spürbares. Ich habe das Gefühl, für andere Sachen, das habe ich aber auch schon vorher gewusst. Ich habe mal gemerkt, wenn du mit jemandem FaceTimes oder von mir aus jetzt Zoomst oder was weiß ich, das geht für 95% von allen Gesprächen geht das perfekt. Und das ist ja schon vor 10 Jahren gegangen. Also ich habe einen Kollegen, der im Ausland gewohnt hat, eigentlich mit dem mal geskypt, dann haben wir irgendwie weiß ich auch nicht mehr, eine halbe Flasche Wodka oder so geleert. Je. Und einfach irgendwie 3 Stunden gelabert. Und dann ist der 3 Wochen später auf Basel gekommen und wir haben uns getroffen und dann haben wir uns wirklich so angeschaut, du, haben wir uns überhaupt etwas zu erzählen? Wir haben es vor 3 Wochen gesehen und haben eine super Abend gehabt. Weißt du, da haben wir 7 Stunden geschwätzt und getrunken und gemacht und so. Und da habe ich so gemerkt, eigentlich nur für alles, wo in irgendeiner Art und Weise Romantik noch beinhaltet, dort hilft FaceTime und Skype und all das Zeugs nicht so. Bei allen anderen Sachen habe ich das Gefühl, langt ja eigentlich. Also, Kündigung kann man ja auch per Videobotschaft machen. Ja, oder Bewerbung, habe ich neulich eine Kollegin beobachtet, wie sie sich beworben hat für einen Job. Und natürlich, das ist dann, ja, mit Schminkprozedere und allem, und dann musst dich ja gut verkaufen und so, ist klar. Ich habe das Gefühl, das ist gut für so eine Vorsortierung, aber in die musst du ja dann gleich einladen, die müssen dann trotzdem irgendwie mit Team miteinander funktionieren. Ich glaube, das ist einfach so wie der nächste Schritt. Früher hast du ein Foto angeschaut und dann schon entschieden, und jetzt kannst du halt einfach so ein kurzes Video anschauen, dass du schon ein bisschen mehr jemanden spürst. Ja, aber es ist schon krass, wie so die nonverbale Ebene oder eben die, einfach die Ebene vom, die Aura vom physischen Anwesensein, was das für eine Rolle spielt. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Hörst du ja auch von erfolgreichen Menschen, hörst du ja zum Teil, die Person läuft in einen Raum rein und alle drehen sich um und alle spüren sie etc. Und der Burt Reynolds hat mal eine Geschichte erzählt, wo er mit der Marilyn Monroe, wo ja in 8 gar nicht Marilyn Monroe geheißen hat, sondern Norma Jean Baker. So, und er läuft mit ihr durch New York. Und keine Sau erkennt sie. Weil sie ist Norma Jean Baker. Und dann sagt er, das ist ja Wahnsinn. Und dort ist sie auf ihrem absoluten Hoch gesehen. Und dann sagt er, das kann doch nicht sein, dass die niemand erkennt. Und danach hat sie gesagt, you wanna see her? Und dann also, ja. Danach hat Hexi ihre Statur geändert, hat einfach so ein bisschen die Brust rausmachen und dann ist sie gelaufen mit Marilyn Monroe und dann ist es anscheinend 10 Sekunden gegangen und Menschen sind gekommen und haben sie nach Autogramm gefragt. Einfach weil sie so ihre Art und eben ihre Aura hat können kontrollieren. Sie hat ja mit Marilyn Monroe kreiert. Das ist krass, so die Leute, die so Kunstfiguren kreieren. Das machen die ja Comedians auch, oder? Hast du da auch schon mal drüber nachgedacht? Also ob ich eine Kunstfigur kreiert habe? Ja, nein, ich habe eine. Oder ob du schon mal überlegt, du könntest das machen, so wie, weiß ich was, Cindy aus Marzahn oder was gibt es für berühmte Kunstfiguren? Ja, im Deutschen gibt es natürlich viel. Atze Schröder, Im Deutschen gibt es natürlich viel, aber das ist. Das Gegenteil ist bei mir der Fall. Darum wollte ich ein Stand-up machen, weil ich gesagt habe, ich will ja mehr sein. Also, als ich Moderator war von irgendeiner Fernsehsendung oder so, bin ich mehr eine Kunstfigur als Stand-up-Comedian. Und als Schauspieler sowieso, dort solltest du ja auch eine Figur spielen, hat mich dann aber auch gestört, weil ich habe dann immer probiert, die Figuren möglichst noch bei mir zu lassen.
Also bist du auf der Bühne am liebsten du selber? Oder bist du überhaupt du selber auf der Bühne? Jetzt kommt der Journalist. Tiefer Psychologe. Ja, also ich bin eine extreme Version von mir. Ja. Weil gewisse Bereiche müssen auf der Bühne nicht sein und andere müssen auf der Bühne sehr sein. Und merke ja auch, wie das dann in meinem Privatleben durch das einen Ausgleich gegeben hat, dass je mehr ich habe können, etwas, sei es eben damals noch Fernsehen, ganz früher, Jugendfernsehen, dort kannst du machen, was du willst, und später dann Bühne, dass wenn du dort die Outlet hast, dass du dann den privat nicht mehr so brauchst. Also bin ich jetzt nicht mehr so eine Rampensau privat, weil ich das auf der Bühne kann machen. Und dafür kann ich es dort voll und ganz machen. Also andere gehen in den Wald schreien und du bist Comedian. Und ja, oder andere... Die Gefühle und Emotionen, Aggressionen loswerden. Nein, es geht nicht mehr um die Aggressionen. Obwohl ich mich jetzt nicht als aggressiv empfinde auf der Bühne, klar. Eben nein, auf der Bühne nicht, privat natürlich schon. Ja, also, was ich alles schon zusammengeschlagen habe. Nein... Sondern, ich meine, mehr so halt das im Mittelpunkt stehen. Ja. Gibt ja so Menschen, und da kann ich eben früher noch sehr dazugehört, weißt du, wo einfach so, wenn es heisst, oh, wenn die Person kommt, das ist dann, ja, eben ist der Mittelpunkt, oder? Als quasi alle schauen und alle hören und man gibt Vollgas. So. Und ich habe gemerkt, oft gibt es mehr als eine Person in einer Gruppe. Also irgendwie, es treffen sich fünf und wenn du dann zwei hast, die das machen wollen, ja, dann wird es schwierig. Dann wird es super anstrengend. Das ist so Platzhirschen, oder? Wo dann ja, mega anstrengend. Und ich bin mega happy mittlerweile, wenn das jemand anders ist, weil dann kann ich mir einfach wirklich wie viel Liegestuhl legen, so gefühlt. Dann ist es einfach so, mach du. Also bei mir ist es so, wenn alle so ganz ruhig sind, dann habe ich das Gefühl, ich muss jetzt irgendetwas machen. Ich muss wenn dann aber ein Platz ist, bin ich ganz ruhig. Yeah. Versuche das irgendwie, kann nicht anders, versuche das irgendwie auszugleichen. Das verstand ich auch. Und bei mir merke ich dann, dass zum Teil dann eben auch die Erwartungshaltung ist, dass ich jetzt das soll machen, oder? Aber, ja klar, du bist ja der Comedian, erzähl mal einen Witz. Ja, logisch, logisch. Und in dem Punkt habe ich jetzt aber eben, ich habe ein Umfeld und mit denen ist das schon lange kein Thema mehr. Aber um auf die andere Frage quasi zurückzukommen, das zu schließen, ich glaube schon, dass ich sehr mir selber bin auf der Bühne. Weil sonst würde es nicht gehen. Also die Form von Stand-up, die ich mache, geht sonst nicht. Obwohl du ja eigentlich Schauspieler bist und das könntest in dem Sinne, ne? Ich bin eben, glaube ich, also... Ich habe mal eine Diskussion gehabt mit dem Victor Jacobo über das. Weil ich ihm gesagt habe, ich bin kein Schauspieler. Und er so, doch, weil du kannst ja alle die Emotionen abrufen, wenn du Stand-up machst und auf der Bühne das erzählst und so. Und ich halt mehr gemeint, ich bin kein Stand-Upper, ich bin kein Schauspieler. Weil, wenn ich eben Schauspielaufträge hatte, ist das ja eigentlich eine Version von mir gewesen. Es war immer sehr nah bei mir gewesen. Und mit der Zeit, dann spielst du in Basel Theater, der Kollege führt Regie und schreibt auch noch ein Stück, dann schreibt er schon mit dir im Kopf. Das heisst, er tut umso... Er schreibt es auf dich. So genau, das heisst, er tut umso mehr auf deine... Also ich bin immer Mitte-20-Jährige, ein bisschen frecher Schnösel gesehen. Aber es gibt doch irgendeinen, jetzt kommt mir Schauspielerei halbwissen, Stanislavski-Methode oder irgendwo oder eine andere... Ja. Wo du eigentlich das Gefühl, wo du jetzt für deine Rolle suchst, wenn du den Hannibal Lecter spielst, dann musst du in deine Abgründe steigen und genau das Gefühl nachher finden. Genau. Das Monster in dir. Oder, Stanislavski oder ja, sag ich, weiß, ich komme jetzt auch nicht drauf. Harold Gaskin. Ja. Ja. Also das Buch habe ich mal gelesen, How Not to Act. Das ist mir mal empfohlen worden von einem sehr, sehr, sehr erfolgreicher Schauspieler. Ah, und sag wer? Ich sag's nachher. Weil ich weiß nicht, ob man will, ob er will, dass seine Methode klar ist. Und das eben, das ist mir alles zu weit, weil ich habe sehr Mühe mit einem Großteil von Menschen, die den Beruf Schauspiel ausüben. Warum? Weil ich bei vielen das Gefühl habe, sie sind aber auch privat nicht mehr sich selber. Also es ist dann eben eigentlich das Gegenteil vom Stand-Up. Hast du Dings gesehen? Ich mache jetzt einmal ein bekanntes Beispiel. Ich mache jetzt keine privaten Beispiele, sondern ein bekanntes Beispiel. My next guest needs no introduction.
mit dem David Letterman auf Netflix. Der hat ja alle möglichen. Obama, Jay-Z, keine Ahnung, wer alles noch. Und Kim Kardashian ist auch noch gekommen. Und dann, mehr so, weil halt, es durchläuft, ist dann noch Robert Downey Jr. gekommen. Und Robert Downey Jr. finde ich kein Leidentyp. So, finde er noch easy, gut aussehend, geiler Schauspieler, spannende Geschichte natürlich. Und dann schaust du den, und das ist ein Talk-Format, der kommt zu Gast zum Letterman. Er hat Publikum, das ist sicher ein Faktor, aber der ist keine Sekunde sich selber. Das merkst du richtig. Der weiß, glaube ich, gar nicht, wie er sich selber ist. Der ist sich so bewusst von seiner Wirkung eben, und von seinem Impact, dass er dann eben konstant die Rolle ist. Und in dem Fall ist die Rolle Robert Downey Jr., wo dann einfach auch Reaktionen auf etwas, was der Letterman sagt, macht er dann ein spezielles Gesicht und tut sich immer noch so dazu bewegen. Und sein Lachen ist gespielt. Also es ist ganz absurd. Es ist wirklich. Aber macht er das, weil er sich selber verstecken will hinter dem? Sehr wahrscheinlich, ja. Und nicht anders kann. Also ich weiß, es gibt auch berühmte Comedians, die ich schon interviewt habe, die einfach nicht aus ihrer Rolle rauskommen, auch wenn man mit ihnen so ein Gespräch führt wie mir jetzt, oder? Ja, aber der Otto ist schon immer der Otto gesehen. Genau. Ja, logisch. Den habe ich gemeint, oder? Logisch, ja. Ja, aber der Otto ist ein spannender Fall. Das heißt, bei Komikern, wenn sie eben eine spezielle Rolle haben, kann das schon passieren, dass irgendwann die einem übernimmt. Aber bei Schauspielern habe ich das Gefühl, die haben noch nie gewusst, wer sie sind. Ist alles sehr pauschal, ist alles sehr, sehr gemein, ganzen Berufsfeldern gegenüber. Darum sage ich, ein Großteil von Schauspielern und Schauspielerinnen vertrage ich nicht. Einfach weil dort sind unsere Welten zu fest auseinander. Es gibt mega tolle, ich habe ein paar tolle Kollegen und Kolleginnen, das ist überhaupt nicht das Thema. Aber es gibt halt so, es braucht schon ein grosses Maß an Selbstinszenierung und Narzissmus, zum Schauspielerin oder Schauspieler zu sein. Das ist einfach so. Ja. Ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme, aber heute Morgen habe ich Auftritt gesehen, ich glaube auch beim Letterman oder irgendwo, vom Andy Kaufman. Ach, dreimal. Als Elvis, ja. Wo er den Elvis imitiert hat. Ja. Der kommt dann zuerst mit seiner Comic-Stimme so. Mache jetzt da eine Elvis-Parodie. Und nachher ist er der Elvis und er ist besser als der Elvis, habe ich gefunden, in seiner Parodie. Ich habe das bessere Elvis gefunden als der echte Elvis. Ja, weil der Elvis ist ja am Schluss auch eine Parodie von sich selber gesehen, traurigerweise. Also wo der Elvis, kann man so sagen, ja. Wo der Elvis fett in Vegas auftreten ist, das hat niemand mehr gesehen. Aber ich weiß nicht, wie das auf den Elvis damals muss gewirkt hat, wenn plötzlich die Parodie besser ist als er selber. Und dann habe ich gesehen, wenn das Video aufgenommen worden ist, das ist also der Auftritt war 1977, im Todesjahr von Elvis. Ja, also vielleicht gerade danach. Das wollte ich jetzt nicht behaupten. Müssten wir mal nachschauen. Weil Andy Kaufman was zuzutrauen, dass es noch in der Todeswoche gemacht hat. Danach, ja, weiß nicht. Hast du Jim und Andy gesehen? Nein. Ah, das ist wirklich, für alle Menschen, vor allem wenn sie den Podcast schauen oder hören, dann haben sie ein gewisses Grundmaß an Interesse an Comedy. Jim und Andy ist auf Netflix ein Doku über den Jim Carrey, wo er Man on the Moon gereiht hat. Den Film habe ich gesehen, ja. Der Andy Kaufman. Ja. Ja. Und es ist, also der Jim Carrey ist ein faszinierender Mensch, weil dort hat er aus irgendeinem Grund hat er entschieden, dass er den Andy Kaufman in sich wieder aufleben lässt. Und ist mehr als nur Stanislavski, ist immer in der Rolle geblieben. Method Acting pur. Er ist konstant der Andy Kaufman gesehen. Und der Andy Kaufman ist kein einfach zum zusammenschaffender Mensch gesehen. So. Und die haben das alles dokumentiert und das ist jetzt da irgendwie 20 Jahre lang unter Verschluss gesehen. Und der Jim Carrey hat irgendwann so okay gegeben, dass man eine Dokumentation über das macht. Und die ist traumhaft, weil du siehst wirklich, was Menschen sich zum Teil nicht können vorstellen, wie extrem eine Situation am Set kann sein. Und ich glaube, auch darum ist Schauspiel zum Teil ein schwieriger Beruf. Weil sei es ein Film, sei es eine Theaterproduktion, da wirst du immer von Grund auf neu zusammengewürfelt. Und das ist dann mehr als dein Team, das ist dann deine Familie, das ist dann dein Lebensinhalt. Und wenn jetzt einfach am Tag 2
Scheiße passiert zwischen ein paar Leuten, dann hast du nachher beschissene 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate. Ich kann viel mit dir machen. Das will ich gar nicht für mich mir vorstellen. Das ist das Gegenteil. Das ist das Gegenteil von Vorfreude. Das war so, oh mein Gott, ich will gar nicht. Und dort siehst du einfach Schwierigkeiten, wo vor allem, ich weiß gerade nicht mehr, der Regisseur heißt, sehr bekannter Regisseur. Wo war es jetzt? Von Man on the Moon? Von Man on the Moon, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Das ist lange her. Ja, ganz ein Herziger, wo auch so lustig schwätzt immer. Und einmal gibt es eine Szene, wo er Jim Carrey anruft. Quasi, er hat über den, glaub, Andy Kaufman ausrichten lassen, dass er mal mit dem Jim Carrey will schwätzen. Und dann telefonieren sie und dann sagt ich hoffe, wird mal mit dem Jim Carrey schwätzen. Weil der ist ja nicht rum. Der existiert in dem Moment nicht. Und darum, also Christoph, ich weiß nicht, was du heute noch machst. Wir müssen auch nicht allzu lange den Podcast machen von mir aus, aber das ist ein absoluter, ist nicht nur ein Tipp, sondern es ist ein Must. Must see. Jim and Andy. Mehr, also der Regisseur ist der Miloš Forman gewesen. Der hat ja auch so richtig. Amadeus gemacht. Richtig. Ja. Amadeus, lustigerweise, habe ich vor 2 Tagen hab ich den Trailer geschaut. Nur den Trailer schnell. Einfach weil ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, ich das so geil gefunden. Und jetzt ist auf Netflix irgendeine Gossip Girl mit Kostüm. Kostüm Girl, wie heißt es? Irgendwie Bridgerton oder so. Ist jetzt so, ja. Ist so bei mir aufgepoppt und ich denke so, wieso? Ich will keine Kostüme sehen. Und dann habe ich gedacht, doch, wo ich Kostüm geil gefunden habe, ist bei Amadeus gesehen. Weltklasse. Cool. Hast du nicht noch Mails vorlesen? Ich probiere es, aber ich komme nicht in. Ich komme nicht ins Wi-Fi wieder mal. Aber wir haben tatsächlich ein Podcast at joelvonmutzenbecher.ch. Eine Mail haben wir gekriegt und ich habe es noch nicht gelesen. Und es ist länger, als ich gedacht habe. Ich sage keinen Namen, aber ich lese einfach mal vor. Hä? Hey, hallo. Ich bin jemand mit intensivem akustischem Sinn. Aha. Intensivem akustischen Sinn. Es gibt Stimmen und Töne, die mich gut stimulieren. Okay. Das ist so quasi so ASMR. Haben wir ja schon davor geschwätzt. So. Hey, hallo. Hi. You know, I like to eat the pudding. Pudding, pudding, pudding. So Zeugs. Ich höre deine Podcast manchmal zum Einschlafen. Dankeschön, weshalb ich alle immer wieder hören muss, weil ich nebst der Gehörentspannung Interesse am Inhalt deiner Podcasts gefunden habe. Das ist ja noch gut. Also, schön, dass er doch auch noch sich oder sie sich für den Inhalt auch noch interessiert. Vor allem geil fand ich es, als ich gehört habe, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der die Anrede in Form der Frage alles klar voll bescheuert findet. Das ist ja mein Problem. Ich sag's huren oft und ich find's eigentlich so dumm, wenn ich sage, hey, alles klar. Na, alles klar. Es ist so blöd. Nie ist alles klar. Dies umso mehr, als eine meiner BF dies zu mir in einer Situation gesagt hat, wo ich physisch, psychisch und finanziell völlig am Arsch war. Was sie wusste. Oh, ja. Und dann von deiner Zeit alles klar. Genau. Nicht so angebracht. Ja. Nein. Es ist aber auch schwer. Also ich sage manchmal dann so, ich hoffe, es geht gut. Das ist auch dumm, weil ich weiß ja eigentlich, es geht nicht gut. Und du sagst, ich wünsche viel Kraft. Das ist auch so. Ja, viel Kraft. Schwierig. Aber was soll man sonst sagen, wenn man jetzt irgendwie, ja, wenn einer gerade irgendwie einen Mensch verloren hat und so, was soll man sonst sagen? Ein Kollege von mir. Das ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht wie lange her, das ist ein paar Jahre her, wo seine Mutter gestorben ist, hat er mir erzählt und wirklich, er hat selber müssen lachen, weil, dann kriegst du natürlich ganz viel Kondolenzpost, oder? Und er hat gesagt, es hat ganz tolle Sachen dabei, gehabt, so herzig und so. Und eine Dame hat ihm und seinem Vater eine Postkarte geschickt mit dem Satz, mit dem Startsatz, lieber so und so, lieber so und so. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden, doch dem ist nicht so. Das ist realistisch, ja. Mhm. Aber es ist halt irgendwie in dem Moment ist so. Und nachher nicht ist, sehr tröstlich. Nein, und nachher ist es weitergegangen. Es ist so wie ein Verriss gesehen. Weißt du, es ist wirklich, ich habe gesagt, das ist das Deprimierendste und Schlimmste, was ich jemals gelesen habe. Weil die hat auch irgendjemand verloren und sagt dann halt eben so,
jetzt ist 30 Jahre später und es geht mir immer noch schlecht und so. Und dann denkst du, das Gegenteil von nicht jammern, ja. Das willst du jetzt eigentlich nicht lesen, wenn frisch jemand in deinem sehr nahen Kreis gestorben ist. Ich habe mal gehört, in Holland gibt es den Beruf von einem Beerdigungsclown. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das sind dann Leute, wo Clowns, die an die Beerdigung kommen und dann bestellt werden, um die Stimmung auflockern. Ich weiß nicht, ob das immer so ganz gut ankommt. Das tönt nach etwas, was der Deville mal gemacht hat. Ah ja, was hat er gemacht? Ja, also weil der Deville hat so viele verschiedene Sachen gemacht, es würde mich nicht erstaunen, wenn er einmal Beerdigungsclown gesehen ist. Nämlich hat er mal, gesehen, Scary Birthday Clown. Das hat er angeboten auf seiner Webseite. Und zwar, also der hat alles so, weißt, so verschiedene Konzeptinszenierungen, was weiß ich, gemacht. Und eine davon ist gesehen, dass du ihn buchst als eben böse, so, weißt, so mehr so es-mässig. So als, irgendwann sind ja dann die komischen, also der Horror-Clown. Ja, genau. Irgendwann sind alle die komischen Halloween-Horror-Clowns gekommen. So quasi in dem Stil, dass du dann die Kollegen oder so am Geburtstag, dass du da lustig verschrickst, sozusagen. Und das hat der Will dann gemacht. Der ist dann am Geburtstag und dann hat er irgendwie, also was hat er gesagt, ein paar Mal ist tatsächlich gebucht worden. Aber das Geile ist gesehen, dass er mit dem sogar bis in die amerikanische News gekommen ist. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, ABC News oder irgendwie so. Findest du auch, wenn du irgendwie gehst, der will Scary Birthday Clown. Weil die haben natürlich das irgendwie, irgendjemand ist das mal in einer Zeitung gesehen und sie haben es dann irgendwie aufgenommen, keine Ahnung, wie sie drauf gekommen sind. Und sie haben das Gefühl gehabt, dass er das mit Kindern macht. Oh. Mhm. Und das ist natürlich... Am Kindergeburtstag. Genau. Und das ist natürlich für so eine irgendeine Morningshow, wo du einfach musst Zeit füllen bis zum geht nicht mehr. Weil in den USA zu den News ja auch noch extrem viel Opinion muss gegeben werden. Dominic Deville, an evil birthday clown stalks your child for fee. Unglaublich. Oh Gott. Aber es ist kein Bild von ihm, das ist so ein Stockfoto. Aber eben, es hat sogar, das ist Huffington Post gesehen. Huffington Post, ja. Weird News, siehst du? Und auf YouTube findest du dann auch noch irgendeinen eben Scary Birthday Clown oder irgendwie so. Und dort ist dann halt so gesehen, die News ist quasi ein Satz, ich glaube eben das, von wegen, hey, anscheinend geht er zu Kindergeburtstag und dort die Leute verschrecken. Und dann sind die anderen zwei Minuten auf, wie die zwei Moderatoren so, but why would someone do that? I mean, it's children und bla bla. Es geht dann oft so, eben, musst du ein bisschen Opinion reinbringen, dass das nicht gut ist. Aber wenn du mal in die Weird News von der Huffington Post geschafft hast, ist doch auch etwas, oder? Das kannst du auch gut erwähnen. Absolut. Und darum ist so, Beerdigungsclown hat sicher auch der Devil gemacht. Ja, was ist jetzt schlimmer, wenn du als Horrorclown an den Kindergeburtstag gehst oder wenn du als Beerdigungsclown an eine Beerdigung gehst, wo du ja eigentlich willst, Freude machen Ich finde das Konzept von Freude machen an einer Beerdigung finde ich etwas sehr Schönes. Ist ja zum Beispiel auch beim Andy Kaufman der Fall gesehen. Der hat ja ein Video gemacht, wo er für die Beerdigung extra gemacht hat. Und das haben sie dann gezeigt. Und das ist einfach die Absurdität und Comedy pur gesehen. Und alle mussten ein Lied mitsingen, wo er dann noch so den Text unten eingeblendet hat und so. Kommt das im Film auch vor? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, es kommt auch im Film vor, ja. Und ich meine, ein Traum ist immer noch John Cleese seine Beerdigungsrede. Ah ja, für den... Wie heißt der? Terry Gilliam. Ja. Richtig. Hat es gerade überlegt, ob es der Terry Gilliam gesehen ist, aber es ist der Terry Gilliam gesehen. Ich habe mal mit Charlie darüber geschwätzt, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ob überall in Afrika, aber ein Großteil vom afrikanischen Kontinent, bei denen wird der Tod ja zelebriert. Das ist ja dann ein großes Fest. Das ist. Eben dann eigentlich eine Celebration of Life und die Leute tanzen zwei Tage lang. Ja, das geht ja so. Ja, das ist ja auch in vielen Kulturen so. Ja. Genau, und eben das entspricht jetzt in dem Fall uns nicht so. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du auf einmal an eine Beerdigung gehst, wo alle tanzen, aber ich finde das Konzept von Freude bereiten und vorbereiten an einer Beerdigung etwas sehr Schönes. Ich habe einen kleinen Fauxpas, weil der Terry Gilliam lebt noch. Es ist nicht der Terry Gilliam. Ist doch nicht er. Es ist ein anderer. Der Terry Jones ist gestorben, das weiß ich.
Terry Jones. Aber ja. es ist ein anderer Monty Python gewesen. Jetzt muss ich schauen. Ja. Jetzt muss ich schauen. Ich hatte den nämlich mal getroffen, der Terry Gilliam. Der hat mal einen Film gemacht, Down and Out in Las Vegas oder irgend so etwas ist das, glaube ich, gewesen. Und dann habe ich ihn interviewt in der Sukkulentensammlung in Zürich. Graham Chapman. Graham Chapman, genau, der ist es gewesen, ja. Mhm. So. Ja, das ist auch online übrigens. John Cleese redet. Ja. So, aber ich gehe mal zurück zum Mail. Haben wir einen guten Extrakt gemacht. Also, Frage, alles klar, voll bescheuert finde. Dies umso mehr, als einer meiner BF dies zu mir in einer Situation gesagt hat, wo ich psychisch, physisch und finanziell völlig am Arsch war, was sie wusste. Ich reagierte entsprechend. Nachdem sie es, als wir uns das nächste Mal wieder sahen, nichts Besseres wusste, als das Gleiche zu sagen, habe ich ihr den Titel BF meinerseits abnominiert. Oh. Ja, also. Gut, ich finde es eh nicht immer passend, wenn man so Titel gibt. Wer ist BF? Wer ist BFF? Wer ist engster Freund? Wer ist beste Freundin? So, ich habe das irgendwann aufgehört. Ich habe früher immer so ist mir das sehr wichtig gewesen, zu definieren. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, aha, das ist ja auch etwas Fließendes. Man ist zum Teil für eine gewisse Phase ist man Menschen näher und dann ist man für eine gewisse Phase nicht so. Das ändert ja aber eigentlich nichts an der grundsätzlichen Beziehung. Ich kann mit gewissen Menschen jahrelang keinen Kontakt haben. Wir sehen uns, gehen etwas trinken und es ist, als wäre was gestern das letzte Mal gesehen? Also eine Sache ist ja, wenn man die Leute so sortiert, aber wenn man es dann auch noch kommuniziert, dann finde ich es ein bisschen seltsam. Ja, aber sagst, ich lese mal weiter. Du mein Spezialfreund oder? Ich lese mal weiter. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Mail deinen Kriterien für Mails an den Podcast noch entspreche. Du hast noch nicht gelesen bis jetzt. Aber du kannst ja, wenn nicht, das Mail löschen oder einschlafen wie ich bei deinen Podcasts. So, jetzt wird es langsam beleidigend. Ich habe gemerkt, dass du nebst deiner humoristischen Art auch etwas sehr Seriöses und Ernsthaftes ausstrahlst. Okay. Das gefällt mir beim Zuhören sehr. Vielen, vielen Dank. Auch tust du gerne recherchieren, wie ich auch. Haben wir vorher gemerkt. Man hat einfach mal behauptet, so möchte ich dir noch folgende kleine Story zum Abschluss schreiben. Als ich eines Tages die Idee hatte, mal meinen Namen zu googeln, war ich sehr erstaunt. Es kam nur ein Eintrag, und zwar in fetten Lettern, mein Name, hat an der Frühlingsshow 2018 den ersten Preis gewonnen. Eine Fototapete im Wert von 350 Franken. Ich erinnerte mich an den Anlass und dass ich dort so nebst Bier und Bratwurst einen Wettbewerbstalon ausgefüllt und eingeworfen habe. Es stand der Name der Firma, welche in der Nähe, wo ich wohnte, liegt. Voller Freude rief ich dort an. Es war im Sommer 2019. Was ich erst vom netten Herrn am Tell erfuhr, dass man sich hätte mit einem Code im Internet bis spätestens Juni 2018 über einen allfälligen Gewinn erkundigen müssen. Also es ist ein bisschen Sport dran gewesen. Aber trotzdem steht das im Internet noch irgendwo. Genau, das zum Glück. So, das wäre ihr Preis gewesen in dem Sinn. Oder? Ah, ist nicht wieder x Millionen Ticket nicht eingelöst worden? Nein, aber es gibt Leute, die ihre Bitcoins verhühnert haben. Das habe ich auch gesehen. Und dann gehen sie irgendwo auf den Schrotthalter die Festplatte suchen. Oder sie, also sie wissen den Code nicht mehr. Ich habe gesehen, einer hat, weiß nicht wie viel, ich glaube sogar Milliarden hat er jetzt aufgrund von seinen Bitcoins und er kann den Code zu seinem Wallet kann er nicht, wiederfinden. Und er hat noch, ich glaube, zwei Versuche hat er noch, um das Passwort eingeben und sonst wird es einfach gelöscht. Genau, und darum hofft er jetzt, wartet noch ein paar Jahre und hofft, dass dann irgendwann einer quasi das Passwort knackt. Aber wer weiß, ob denn Bitcoin noch so viel Wert hat jetzt. Bitcoin wird dann noch viel mehr Wert haben, schlüge. Vielleicht kreit er wieder ab, also hat das irgendwie für 7 Dollar oder so, hat er die Bitcoins, glaube ich, gekauft mal, oder? Ja, also und zwar hat er irgendwie, ich glaube, 5000 Bitcoins oder irgendwie ja, so. Er hat, glaube ich, recht viel. Ich will auch nicht wissen, ich habe zu Basel schon früher irgendwelche Pizzerien und so gesehen, wo gesagt haben, sie nehmen Bitcoin an als Zahlungsmittel. Das ist ja eigentlich das Allerbeste, weil wenn jemand, du hast dich nicht darum bei mir, und wenn jemand so blöd war,
damals natürlich vermeintlich überhaupt nicht blöd, sondern auf die, ich habe da Internetwährung, voll geil, ich kann mit der zahlen. Und irgendwie halt eine Pizza mit 5 Bitcoins zahlt hat. Ja, oder gehst du jetzt auch aus Geld? Also wenn du jetzt mit einem Bitcoin gehst, go Pizza. Nein, du hast ja online, hast du ja dann irgendwie bestellt einfach. Oder hast du angelegt, keine Ahnung. Mein Zahnarzt nimmt auch Bitcoin. Ich habe aber keine. Ja. Das ist gut, aber ist für ihn ja eigentlich schlecht, weil an Bitcoins kann man sich, Achtung, jetzt kommt der Zahn ausbissen. Okay, dann, zum Glück gibt es noch humane Menschen. Also sie hat den Preis ja nicht rechtzeitig erkundigt, aber zum Glück gibt es noch humane Menschen. Nach Weiterleiten zum Chef konnte ich mich durch meine enthusiastische Freude, dass ich endlich mal das erste Mal im Leben was gewonnen habe, den Mann dazu überreden, mir den Preis trotzdem zukommen zu lassen. Sehr gut. Ich konnte ein eigenes Foto auf eine spezielle Aluplatte aufziehen lassen, ca. 150 cm auf 80 cm. Krass. Das ist echt groß. Mhm. Also was für ein Bild von ja, sie hat auf dem Bild auf eine Aluplatte hat können auswählen, was auch immer. Mhm. Also weiß ich weiß nicht, wie die alle heißen. iFollow und mein CW-Fotobuch. Genau, all das Zeugs. Mhm. Habe ich auch mal meinem besten Freund habe ich mal auf einen Geburtstag ich ein Bild geschenkt von ihm und mir, wie wir so in Amsterdam auf einem Boot hocken. In einer Kracht, weißt du, so 2 Uhr morgens. Es war natürlich nicht unser Boot. Mhm. Nicht einmal die Flasche Rotwein, die wir noch so in die Mitte gestellt haben, ist uns gesehen. Aber ich hatte dort noch so eine Canon mit Selbstauslöser. Mhm. Anekdote, schwarz-weiß Bild. Und das war eigentlich wirklich ein recht geiles Bild, wie von mir auf dem Boot zu so chillen. So laue Sommernacht, weißt du, hast nicht zu viel an, aber auch nicht zu wenig, sondern irgendwie so Hemdli und Jeans oder irgend sowas. Und dann ist es so schwarz-weiß und du siehst... Ist doch hübsch. Das ist immer ein geiles Bild gewesen, das haben wir dann als Poster geschenkt. Ja. Sie hat aber sogar Aluplatte können aufziehen lassen. Ist nun ein schönes Bild über meinem Esstisch. Fazit der Geschichte, man sollte immer mal wieder seinen Namen googeln. Das ist sehr gut. Mhm. Um nichts Positives zu verpassen. Leider ist mein schriftlicher Ausdruck schlecht, überhaupt nicht. Aber vielleicht bist du trotzdem Drusko. Freue mich auf weitere Podcast. Ich finde es geil. Liebe Grüße. Vielen, vielen Dank. Was für ein erstes Mail. Hä? Das ist doch super. Was für ein erstes Mail. Du hast es nicht selber geschrieben. Das ist wirklich toll, weil das Leute so viel mitteilen. Und das meine ich im Ernst. Also, das ist ja immer nur sehr kurz angebunden. Und das ist wirklich eine Story. Weltklasse. Ich schätze das sehr. Ich finde das großartig. Und deine Geschichte hat es von A bis Z bei uns reingeschafft. Vielen, vielen Dank. Ich habe ja nicht mal müssen eine Frage beantworten. Also einfach, wir haben eine Geschichte geschenkt gekriegt. Wie schön. Ja, mit dem ist der Feelgood-Podcast jetzt interaktiv. Also, Leute, absolut. Wenn sie sich melden und Inputs bringen. podcast@joelvonmutzenbecher.ch. Und jetzt haben wir schon fast 3/4 Stunde gemacht. Mhm. Mhm. Weltklasse. Du schaust jetzt Jim and Andy. Muss ich unbedingt schauen. Ja, das ist wirklich tolle Sache. Was ich ja, es gibt ja von R.E.M. gibt's den coolen Man on the Moon, den Song. Ja. Finde ich fantastisch, wie du kannst so eine Biografie in einen Song reinpacken. Ich weiß nicht, wie viel das ist ja so eine 90er-Jahr-Sache, wie viel das noch kennen. Aber das ist ja eigentlich eben der Titelgeber vom Film. Und genau. Wo eigentlich in Stichwort die ganze Andy Kaufmann-Biografie dem Song vorkommt. Das stimmt. Das habe ich so noch nie überlegt. Und der Jim Carrey ist dort, ich weiß nicht, wer es das Jahr, in diesem Jahr gewonnen hat, aber ist ja eigentlich um einen Oscar betrogen worden. Weil er ist, glaube ich, nicht einmal nominiert gewesen. Oh, da weißt du, ich bin zu der Zeit, wo das, muss ich zumindest angestehen, da bin ich Filmredakteur gewesen. Ja. Yeah. Weiß nicht mehr, glaube ich, in 20 Minuten sogar. Oder ist es noch bei der Zürichwoch gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist gut. Sehr gut möglich, ja. Das glaube ich dir. Also gewonnen hat er sicher nicht. Und ich weiß nicht einmal, ob er nominiert war. Also es war ein grosser Betrug gewesen. Ja. Aber das Jim Carrey ist ja auch in letzter Zeit immer mal ein bisschen aufgefallen mit so seinem Verhalten. Ja, das ist jetzt ein paar Jahre her. Und ich glaube nicht, dass er. Das sieht man eben dann auch in dem. Ein bisschen in dieser Doku, aber auch sonst zeigt er das mal im Interview. Das ist dann eben genau wieder der Punkt. Er hat irgendwann einfach eine Rolle angenommen, nämlich die Rolle Jim Carrey. Und irgendwann hat er gemerkt, das bringt ja gar nichts. Und er muss aus deren raus. Und darum hat er, glaube ich, sehr bewusst sich selber sabotiert mit so Sachen, um sich eben zeigen, wie unwichtig eigentlich die ganze
Maschinerie drumherum ist. Weil, weil er hat das eigentlich schon immer wieder gemacht. Er hat ja zu seinem absoluten Höhepunkt hat er einen Film gemacht, der null den Kriterien entsprochen hat, warum der Jim Carrey einen Film machen sollte. Der Cable Guy. Mhm. Ja. Und das erzählen sie dann auch danach in irgendeinem, ich glaube sogar im Audiokommentar vom Film oder so, wie sie gehofft haben, dass es etwas wird, aber es ist ihnen wie Wurst gesehen. Weil sie haben gewusst, das ist eigentlich nicht der Norm entsprechend, es ist zu wenig Mainstream, es ist zu schwarzhumorig, es ist nicht so Jim Carrey, wie man will sehen. Und er hat irgendwie ein Heidengeld dafür gekriegt und dann hat es ja komplett gefloppt. Und das ist ihm, glaube ich, immer alles ein bisschen Wurst gesehen. Und darum ist es also noch spannend, wenn man dann eben sieht, wie er mehr wieder probiert hat, glaube ich, zu sich selber zu finden. Und darum dann so ein bisschen sehr extrem gewisse Interviews gegeben hat. Und nachher dann aber auch... Ich hätte das wieder auch ein bisschen abgeflaut, ja. Ja, ja. Wer ist denn in deinen Augen the greatest comedian ever? Das kann ich nicht sagen. Hm. Das kann ich wirklich nicht sagen. Es gibt ein paar Greats. Und ich glaube, es ist auch wirklich sehr entscheidend, was ist die Lage, was ist die Situation von der Welt, von dem Ort, wo es ist. Was dürfen wir gerade machen? So, also Pryor ist weltbewegend gesehen. Es sind oft die Menschen, Pryor ist so gesehen, Carlin ist so gesehen, Jim Carrey ist auch so gesehen, wo in irgendeiner Art und Weise schon mal irgendetwas aufgebaut haben, wo sie eben noch ein bisschen Rolle gesehen sind. Der Pryor ist auf der lustige Schwarze gesehen, der Carlin ist absolut clean, so fast dandy, Blödelkomiker gesehen. Und dann irgendwann haben sie eben wie ihre eigene Stimme gefunden. Und das finde ich eigentlich immer das Eindrücklichste. Für seine Zeit, der Eddie Murphy, wo er angefangen hat, zumal bei den Amis zu sein, meisten Eindruck für mich, glaube ich, immer noch, obwohl er nicht Stand-up macht, ist der Conan O'Brien. Aber der greatest comedian kann ich wirklich nicht sagen. Eben, wir gehen jetzt nicht auf England, wir gehen jetzt nicht auf Deutschland, wir gehen jetzt nicht in die Schweiz. Das ist schwierig. Aber so für eben, wie ein Mensch funktioniert oder funktionieren kann und seine Ansichten und so, ist Jim und Andy wirklich sehr spannend gesehen. Was ich mir unbedingt reinziehe. Absolut. Vielen Dank, Christoph. Danke, ja. Hast du dir Zeit genommen? Und vielen Dank euch zum Wiederhören, Wiederschauen etc. Nächste Woche vielleicht mit Gast. Peace, bye bye. Oh,